Guten Morgen, Kaktuspflanze. Danke für deinen Kaktuspflanze. Okay, heute soll es jetzt schneien, morgen soll es sonnig werden, wobei das hier echt irrelevant ist. Wenn du jemanden wirklich glücklich machen willst, schenk der Person einfach ihr Lieblingsgeschenk an ihrem Geburtstag, vertrau mir. Ja, ich weiß, es ist sehr wichtig. Wir haben Post und unser Schuppen ist fertig, nice. Hallo Case, ich würde dir gerne ein paar Informationen über die kommende Veranstaltung geben. Das Fest des Wintersterns. Es ist Zeit für die Gemeinde, sich an all das Gute in diesem Jahr zu erinnern und zusammenzukommen. Eine beliebte Tradition ist das Wichteln, bei dem jemand in der Stadt zufällig einer anderen Person zugeteilt wird. Am Tag des Festes bringt jeder ein Geschenk für seinen geheimen Freund und überrascht ihn mit etwas Besonderem. Dieses Jahr ist dein geheimer Freund Lea. Verrate es niemandem. Das Fest wird am 25. von 10 Uhr bis 14 Uhr auf dem Stadtplatz stattfinden. Man sieht sich. Okay, Lea. Lea können wir sogar nachgucken, was sie mag. Warte, wenn Lea meine alte Bumskumpanin ist, dann brauchen wir Wein. Bis dahin kriegen wir Wein zusammen, oder? Doch, bis dahin kriegen wir Wein zusammen. Dann schenke ich ihr nämlich Wein. Da geht ihr doch bestimmt einer ab. Ja, und ich weiß, das ist. Wir ihn eingesperrt haben. Haben wir viel Platz. Okay, die Hochöfen will ich aber draußen haben. Genauso wie den da. Aber das da kann rein. Die kommen auch rein. Ja, Hund, ich weiß, ich habe dich eingebaut. Passt. Ist in Ordnung, Hund. Lass es über dich ergehen. Oh, schön mit diesem Schuppen. Vor allem sieht der Schuppen schön aus. Der hat eigentlich was, wie er da steht. Sieht schon sehr, sehr modern aus. So. Das Ei wollte ich nochmal in den Eiausbrüter legen, damit wir Eier ausbrüten. Knack. Zack, dann kann er sich da nämlich. Ich muss immer noch mal die Schere holen. Ich bräuchte mal Holz, damit wir hier eine Kiste hinstellen, wo wir die Eier lagern können. Damit ich seine. Oder wobei, ich kann sie auch immer. Lege die Eier in Gas Kühlschrank. 8 Stück. Ja, kriegen wir hin. Ihnen ist ja auch scheißegal, was für Eier scheinbar. Fische, entspannt euch. Der Diamant ist unterwegs. Muss ich Fische damit vertrösten, dass ihr Diamant bald kommt. So tief sind wir schon gefallen. Habe ich Geld für? Ich glaube, eine Schere war teuer, oder? War eine Schere teuer? Gucken wir gleich mal. Da gucken wir doch gleich mal. Aber ich glaube, eine Schere war teuer. Euren scheiß Kiefern-Tanzapfen-Nadel-Dinger. Ne, die könnt ihr euch so an die Soße schmieren, den Scheiß. Geht gar nicht, ey. Geht gar nicht. Zia. Okay, es ist Donnerstag. Heute möchte ich mal wieder in die Wüste. Einfach nur, um Geschenke zu geben und so einen ganzen Blitz. Okay. Was mache ich denn jetzt eigentlich mit der anderen Sense? Eigentlich ja beiseite legen, wegschmeißen. Ich kann sie nicht mal mehr wegschmeißen. Ich hab's versucht. Ich gebe mein Zauberer-Dude, wo wir gerade hier noch so rumwuseln. Den gebe ich mal eine Schattenessenz nochmal. Dass wir auch wirklich Best Buddies werden. Der Zauberer und Mai. Und Moa. Zauberer! Ah, ich fühle eine mächtige arkane Energie. Er ist schon auf Rot. Es rankt sich viele Mysterien um uns. Du musst geduldig sein, wenn du wünschst, sie alle zu entdecken. Guck mal hier, Alter. Der Zauberer ist schon unser Lover. So, er ist schon kein unser Lover. Cool. Ich habe keine Ahnung, was es bringt, aber cool. So, jetzt fahren wir nochmal kurz in die Stadt.
In die Wüste, in die Wüstenstadt. Ich möchte diese 5 Geoden eintauschen. Oder Omni-Geoden eintauschen. Und ganz wichtig, Sandy ein Geschenk geben. Einfach mal 5 Iridium-Erz finden wir einfach geil. Aber nö. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Hey Pam. Schrecklich Kneipe, genau. Es ist schrecklich Kneipe. Schlimm. Schlimm, wie Kneipe das heute ist. Der Typ ist nämlich jetzt wieder da, der uns nämlich am Nachtmarkt den Gaffel gemacht hat. Der City nämlich. Yo, 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 yo. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Schmied kann dies für dich öffnen. Das müssen wir unbedingt machen. Aber vorher plündere ich hier nochmal alles, wa? Muss ich ja gelohnt haben. Sandy, guck mal, ich hab Krokus. Du hast Sandy bereits 2. Ernsthaft? Deswegen bin ich doch hauptsächlich in die Wüste gefahren. So ein Knöts. Das war's schon. Okay, das war ein enttäuschendes Wüstenerlebnis. Was für ein Temperatursturz von 50 auf minus 4 Grad. Und wir laufen trotzdem noch mit T-Shirt rum. Wir sind so knallhart. Hallo Bürgermeister. Ich brauche einen Thunfisch. Brauchen wir den nicht alle? Penny! Krokus. Danke dir, der sieht sehr speziell aus. Die interessiert sich gar nicht für Krokus, die Alte. Es ist ihr einfach hoffnungslos egal, dass wir Krokus haben. Das wird sie noch bereuen. Das sage ich euch jetzt schon. Das wird sie bereuen. Gold, er ist Kupfer. Kupfer von der Copacabana. Ein Zwergengerät. Das ist ja sogar das, was wir für diesen... für den hier sogar brauchen. Aber erstmal gucke ich, ob ich das noch ablegen kann. Haben wir Zwergengerät? Ich glaube, das hat er sogar schon. Okay, da sind also Artefakte drin. Also ich muss ganz viel dieser Geoden... damit ich Artefakte bekomme. Uiuiui. Und immer noch kein Geschenk. Du alter, verwurschtelter Geizhals. Gib mir Geschenke, Junge. Aber wir können das Zwerg... ich muss das jetzt mal... Batterie? Ich weiß nicht, ob wir noch eine Batterie haben. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Batterie haben für dieses komische Gerät. Uns fehlt auch immer noch irgendeine Zwergenschriftrolle, damit wir den Zwerg überhaupt mal verstehen können. So, und jetzt 10 verfeinertes Quarz. Nice. Cool. Keine Ahnung, was ich mit diesem Hofrechner anfange.
Pinop-Hufanalyse. Anzahl Heu 167. Gesamter Feldbestand 0. Bereit zur Ernte 0. Unbewässerte Kultur 0. Bereit zur Ernte im Gewächshaus 0. Offener bestellter Boden 15. Futtermittel 0. Maschinen einsatzbereit 1. Höhle bereit? Nein. Kann ich den mir auch reinstellen? Er scheint dann mir alles zu sagen. Ich hab's mir fast gedacht, aber ne? Dann sehen wir am Anfang gleich, was wertvoll ist. Bin mir nicht sicher, ob wir das brauchen. Wir haben es zumindest. Besitzen ist besser als brauchen. Die werden nicht verkauft. Ups, naja, egal, jetzt weg. Jetzt haben wir einen Hofrechner. Ich weiß ja nicht mal mehr, ob ich das als cool bezeichnen kann. Wir brauchen immer noch Stein. Und Geld. Geld brauchen wir insbesondere. Ich bringe Gas mal ihr seine zwei Eier. Vorher fahre ich aber noch mal ganz kurz hoch zur Mine. Und gebe meinen zwergischen Kumpel das hier. Ah, da. Verstehen leider nicht. Ich glaube aber, er verkauft Sachen, aber wir können noch kein Zwergisch reden. Wir haben ein großes Problem damit, dass wir kein Zwergisch reden können. Ach, Steinbruch wollte ich gar nicht. Ich wollte Stadt. Fängt beides mit Stadt an. Das wollte ich ja nicht. Ah ja, Gast die Eier gegeben. Ich wollte Gast ja die Eier geben. Das gastliche Vieh. War ich nicht, Penny. Ich würde niemals im Müll rumwühlen, Penny. Gas? Hi. Es muss so kalt für die armen Fische sein. Oh ja, es ist. Dank dir, ich fühle eine positive Energie von diesem Geschenk. Bist du denn so eine spirituelle Jennifer oder was? Jennifer, I miss you so much. Guck mal her. Ich war gerade da. Ich laufe hier nur wieder mit meinen Blumen rum. Warte mal, wann war das Fest? Ja, bis dahin haben wir bis in einer Woche haben wir definitiv Wein. Aber die Frage ist, ob ich es mir bis dahin gemerkt habe, dass wir Wein brauchen. Das ist die Frage. Das ist die Frage, die wir nicht beantworten können. Hey Maro, guck mal. Danke, das ist ein super Geschenk, ich weiß. Man nennt mich auch den super Geschenker. So, Robin, ich arbeite an Steine, damit du endlich wieder weiterarbeiten kannst, damit du uns eigentlich einen größeren Stall bauen könntest. Ich hätte gerne einen größeren Stall. Dafür muss ich aber erst ein paar Stalagniten zerstören. So viele Steine. Ich will nicht tiefer, ich will Steine. Natürlich nehme ich noch auch ein paar Geoden mit. Oder sonstige geheime Notizen. Da bin ich ja nicht so. Ich nehme natürlich auch Diamanten mit. Amethysten sind natürlich auch voll drin. Da freut sich meine Lady. Meine Lady, Alter. Thank you.
Silber. Wir brauchen keine Goldbarren sammeln. Wir brauchen kein Gold. Keine Bombe? Schade. Ah, ein bisschen Stein haben wir wenigstens schon. Oh cool, zwei Geoden. Danke, cool. Toll. Da unten hätte ich mir sparen können. Ich weiß, Steine sammeln. Die wichtigste Mahlzeit am ganzen Tag. Ist aber auch nicht mal mehr viele Monster. Nichts, ne? Hier ist nichts. Oh, zwei Geoden. Cool, danke. Leiter haben wir auch gefunden. Wie easy wir hier runterkommen. Das ist ja... Oh, eine geheime Notiz. Gott sei Dank kann man nie doppelte geheime Notizen haben. Also wenn wir eine geheime Notiz finden, ist es immer dieselbe geheime Notiz. Also nie dieselbe geheime Notiz. Muss ich die mal verwenden. Alex, Diät für sein Krafttraining. Volles Frühstück, Lachsmahlzeit. Langsam liebe ich dieses Essen. Ich spüre das Eiweiß richtig. Kinderspiel, darf keinen Spruch dazu geben, dass er Eiweiß spürt. Ja. Schönes Wetter heute, ne? Ist mir auch aufgefallen. Ja, cool. Was? So, wir haben schon 81 Steine. Ist doch gut, oder? Guck mal, wie einsam der da hinten steht. Ach Mensch, Knödeldödel. Ja. Komm her. Jetzt ist er tot. Ich habe ihn von seinem Leid befreit. Habe ich mit meinem Rap getan, Alter. Mit meinem Leid befreit Rap. Danke für die Steine. Oh, eine geheime Notiz. Nice, noch eine. I fly mir. Müssen aber auch gleich wieder ins Bett. Das ist nämlich schon wieder spät. Okay, keine Ahnung, was da sein soll. Jetzt muss ich aber auch tatsächlich erstmal wieder zurück. Das ist nämlich wirklich schon spät. Mine verlassen. Wir haben jetzt Glück, das Ding hier. Wir haben 111 Steine, ist doch gut. Zusammen mit den anderen Steinen haben wir fast 300 Steine. Wir haben wieder ein bisschen Tintenfischtinte. Um mögliche Angreifer zu verwirren. Was? Amethyst behalte ich natürlich. Solaressenz kann auch weg. Davon haben wir auch 1.637.634. Das ist schon echt viel. Ich weiß. 1 Uhr. Warte. Hier ist noch Soße. Hier ist noch Soße. Kann ich auch gleich nochmal die Kohle ablegen und das Gold. Wir haben noch Zeit. Den Amethyst nehme ich natürlich wieder mit. Ich finde es gut, dass wir 8 Geoden gefunden haben. Das hat tatsächlich Stil. Leider habe ich auch noch nicht genügend Geld, um mir irgendetwas zu kaufen. Na gut, Hundi. Ich gehe ins Bett. Und
Wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht. Ach, reich werden wir einfach nicht mehr. Naja, gute Nacht. Bis morgen. Das Hofgerät sagt Pinophof. Anzahl von Heu. Einsatzbereite Maschinen haben wir 2. Das ist cool. Morgen wird ein sonniger Tag. Interessiert mich eigentlich auch nicht wirklich. Wir hatten ewig keinen Sturm mehr gehabt und der Hund liegt immer da oben, dass ich ihn nicht streicheln kann. Okay, ich möchte dich abbauen. Dich abbauen. Dich abbauen. Hi Hund! Dich und dich und dich. So. So. Zwei dieser Fässer.